Wir spielen im ersten Teil zwei Werke von John Adams, nämlich die Harmonielehre und das Short Ride and Fast Machine. Das Wagnis ist groß, weil zum Schluss kommt eben Gavin Bryce. Da gab es ja die berühmte Band, die auf dem Schiff gespielt hat, bis das Schiff untergegangen ist. Und er stellt sich quasi vor, Gavin Bryce, wie das wäre, wenn die Band unter Wasser weiterspielt. Also eine ganz spezielle Klangsprache. Das spielen wir auch ganz zum Schluss. Was soll man noch machen, wenn die Titanic schon untergegangen ist? Sie müssen sich vorstellen, Sie haben vorne ein riesenhaftes Orchester bei der Harmonielehre und Sie haben am Ende ein Ensemble, das aus Big Band-Mitgliedern und Symphonieorchester-Mitgliedern besteht. Und die HR Big Band hat sich Eve Riser ausgewählt als Partnerin sozusagen. I always try to find a balance with a mix of very classical harmony, sometimes even sad or romantic, and very extreme noisy sounds, and try to mix it. And I'm looking for tension in music. That's always something that interests us. This point and this proportion between composed material, fixed material, and not so fixed material, and to give the framework for spontaneous composition. So yeah, we're looking forward to this. Yeah, very much. Me too. Thank you very much.